Hypothermie ist die häufigste Todesursache nach Unglücken im Gebirge. Dabei sind die Unglücke an sich meist nicht lebensgefährlich. Man kann sich zum Beispiel ein Bein brechen oder einfach nur das Bein verstauchen, kommt dann nicht weiter. Oder es bricht der Abend herein, es ist Nachmittag bereits und man hat sich verlaufen, läuft aber immer weiter, anstatt sich ein Shelter zu bauen, um die Nacht dort zu verbringen. Und man bleibt dann eben draußen in der Intemperie, ist dann dort der Kälte ausgesetzt und friert. Und das Frieren, das Zittern, das ist dann bereits das erste Anzeichen für eine Hypothermie. Und die Hypothermie, die beginnt ab 35 Grad Körpertemperatur. Also wir haben ja eine Normaltemperatur von 36 Grad, manche auch etwas weniger. Und fällt die Temperatur unter 35 Grad, dann beginnen wir an mit Zittern, wir beginnen mit Frieren. Und bleibt es kalt draußen und wir haben keinen Schutz, wir haben keinen Shelter, wir haben keine Decken, keine Sachen mehr, die wir uns anziehen können, dann fällt die Körpertemperatur weiter. Sie fällt dann auf 34 Grad, 33 Grad. Irgendwann werden wir dann lethargisch und irgendwann merken wir die Kälte gar nicht mehr. Und wenn die Kälte dann, also wenn die Körpertemperatur unter 31 Grad fällt, dann wird es richtig gefährlich, weil dann können wir selber ins Koma geraten und merken dann gar nichts mehr. Und bei 26 Grad Körpertemperatur sind wir dann sowieso tot. Also die meisten Unfälle, die meisten tödlichen Unfälle im Gebirge durch Unterkühlung könnten vermieden werden, wenn wir einfach so ein kleines Paket hier mitnehmen. Und hier haben wir einmal, also das ist einfach eine Rettungsdecke und das hier ist ein Notfall-Rettungs-Biwaksack. Und die gibt es hier bereits, die Rettungsdecken, die gibt es bereits, ja, also wirklich ab ein paar Cent. Wenn man die in größeren Stückzahlen kauft, bekommt man die noch günstiger. Dann so ein Biwaksack ist ein bisschen teurer, aber gibt es auch schon ab 4-5 Euro. Und dieses kleine Ding, also das kann uns wirklich das Leben retten. Die Sache ist die, also wenn wir sowas aufgemacht haben mal, also so ein, hier habe ich so eine Rettungsdecke mal noch eingepackt. Und wie du siehst, also die ist jetzt schön zusammengelegt, das schafft man nicht wieder, wenn man die einmal aufgemacht hat. Und wenn man die einmal geöffnet hat, dann kann man die im Prinzip nur noch zusammenrollen. Das gleiche mit so einem Biwaksack, hier geht es ein bisschen besser, ist aber auch eine Herausforderung. Und deswegen trotzdem mal kaufen und selbst ausprobieren, was ich jetzt mal zeige. So, und zwar fangen wir mal an, ganz einfach mit der Benutzung von so einer Rettungsdecke. Also, wir haben jetzt die Rettungsdecke angenommen. Ja, es wird Abend, jetzt hier geht gerade die Sonne unter hinter den Bergen und wir merken, wir haben uns verlaufen. Also wir kommen nicht weiter und das machen wir jetzt. In der Nacht prinzipiell nicht weitergehen dann, sondern ein Shelter bauen. Und wenn es schon sehr spät ist oder wir haben keine Möglichkeit weiter oben, wo auch keine Vegetation mehr ist, um überhaupt selbst ein Shelter zu bauen, dann am besten einen geschützten Platz suchen an einem Stein, an einem Baum. Und wenn wir so eine Rettungsdecke dabei haben, dann diese Rettungsdecke benutzen. Und jetzt benutzen wir mal die hier, die ich schon eben in Gebrauch hatte. Und so eine Rettungsdecke, die hat ja, also, eine silberne Seite und eine so eine goldene Seite. Und oft kommen da ja Zweifel auf, also welche Seite man wie rum benutzen soll. Und das ist auch recht einfach. Dafür müssen wir nur wissen, wie die Rettungsdecke an sich funktioniert. Und die Funktionsweise, die ist folgendermaßen. Also, wenn wir uns die Rettungsdecke umlegen, dann unsere Körperwärme, die wird reflektiert an der silbernen Seite. Also wir legen die bei Kälte. Also wenn es kalt ist und wir möchten uns wärmen, dann legen wir die silberne Seite der Rettungsdecke an unseren Körper. Und an der silbernen Seite wird die Körperwärme reflektiert und wieder zurück zum Körper reflektiert. So, und wenn wir uns jetzt damit schützen wollen, dann möchten wir natürlich die Luft zwischen der Rettungsdecke und unserem Körper so klein wie möglich halten, also den Luftraum, damit so wenig wie möglich Wärmeverlust entsteht. Und dazu kauen wir uns am besten
an einen Baum zum Beispiel hier, an einen Windschutz. Ich suche mal ein bisschen ran. Und was wir hier noch machen können, also um uns da hinzusetzen, hinzuhocken, da können wir natürlich noch eine Unterlage hintun. Und da aber am besten keinen Stein, weil Steine können natürlich auch wieder die Körperwärme entziehen und auch nicht direkt auf den Boden setzen. Also entweder wir hocken uns so in der Hocke. Das wird natürlich, wenn wir das eine ganze Nacht lang machen, sehr unbequem. Also am besten, wenn man noch die Zeit hat oder wenn man die Gelegenheit hat, einen Stamm suchen, wo man sich da drauf setzen kann und sich dann so eben hinkauern an den Baum, der auch noch etwas Windschutz liefert. Und jetzt können wir uns so damit hier zudecken. So. Und um diesen Wärmeeffekt noch zu erhöhen, da können wir hier so ein Teelicht mitnehmen. Oder besser gesagt, viele haben das vielleicht auch in ihrer Notausrüstung, oder besser gesagt, können das mitnehmen in ihrer Notausrüstung. Weil hier so ein einfaches Teelicht kann auch wirklich lebensrettend sein. Weil wenn wir uns jetzt hier hinkauern mit dieser Rettungsdecke, mit der silbernen Seite nach innen, ziehen die drüber und wir brennen jetzt hier noch dieses Teelicht an, dann spendet das natürlich auch noch Wärme. Und wenn wir uns jetzt so hier reinkauern, also zu schließen das, hier das Teelicht, dann spendet das natürlich zusätzliche Wärme. Und dieses Teelicht und diese Rettungsdecke hier können darüber entscheiden, also ob wir die Nacht überstehen oder eben nicht. Und haben wir eben kein Teelicht, dann eben ohne Teelicht oder ohne Kerze und dann nur mit der Rettungsdecke. Die Rettungsdecke können wir nicht nur nutzen, um uns damit vor Kälte zu schützen, sondern auch, um uns damit vor Hitze zu schützen. Und zwar, indem wir die silberne Seite nach außen legen und die goldene nach innen. So werden die Sonnenstrahlen nach außen wegreflektiert und der Körper kann gekühlt werden. Und noch eine weitere Sache, für was wir diese Rettungsdecke gebrauchen können. Und zwar, wenn wir uns verloren haben, also wir sind im Gebirge, wir haben uns verirrt, verlaufen, haben wir natürlich hier unsere Rettungspfeife dabei. Wir haben Hilfe gerufen bereits und wir werden jetzt gesucht von Hilfsmannschaften, von Hilfskräften. Und wenn wir irgendwo vielleicht abgestürzt sind und man kann uns nicht sehen von Weitem, dann können wir uns die Rettungsdecke auch umlegen. Oder besser gesagt, wir haben sie sowieso vielleicht umgelegt, weil es eben kalt ist und wir wollen uns schützen vor Unterkühlung. Und von Weitem kann man dann sehr gut dieses goldene Glitzern erkennen von der Decke. Und somit dient sie auch als Erkennungssignal. Und was wir noch machen können, also es gibt noch eine Möglichkeit, wir können, wenn wir die Rettungsdecke nicht mehr brauchen oder es ist sowieso warm draußen und wir möchten nur gefunden werden von Rettungskräften, was wir dann machen können, wir können hier so feine Streifen rausbrennen aus der Rettungsdecke, an einen Stock binden und können damit so wedeln. Und das ist dann wie Lametta, wie am Weihnachtsbaum, und das wird auch vom Weiten erkannt. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier mit so einem Rettungs-Biwaksack machen können. Angenommen, wir sind in einer Notsituation, müssen nun die Nacht im Freien verbringen, haben aber hier unseren Notfall-Biwaksack dabei. Dann haben die meistens Einheitsgrößen, also dieser hier zum Beispiel, der ist 2,13 Meter lang mal 91 breit, also doch ganz schön lang. Ich bin 1,85, er geht mal über den Kopf. Im Notfall würden wir den jetzt einfach hier rausnehmen, das machen wir jetzt auch mal. So, machen den auf. Und haben jetzt hier das war ein Sack. Und das ist eben wirklich ein Sack, also wie auch ein Schlafsack. Und hier
könnten wir es einfach direkt hineinkriechen. Also in diesen Sack, zeige ich jetzt mal, wäre das jetzt eine tatsächliche Notsituation, würde ich natürlich auch hier den Boden zuerst vorbereiten, denn die meiste Körperwärme, die entflieht, also entweder über den Kopf oder auch, ja, wenn wir auf dem Boden liegen, der kalte Boden in der Nacht entzieht dem Körper Wärme. Und hier würde ich jetzt noch Material suchen, Moose, Gräser, alles was eben weich ist oder auch Holz. Und hier noch versuchen, Lattenrost vielleicht zu bauen, wenn ich noch Holz finden würde, und dann die Gräser darüber, um eben den besten Schutz zu haben gegen die Kälte vom Boden. Dann den Schlafsack, den Biwaksack hier darüber und ja, mich hier reinlegen. Die Sache ist natürlich die, also so hier rein, und könnte hier so die Nacht überleben, auch bei extrem kalten Temperaturen, weil ja eben die Körperwärme reflektiert. Die Sache ist natürlich die, das Material reflektiert die Körperwärme und das Material, das schwitzt natürlich. Also ich hatte auch schon, also wir waren beim Trekking, hatte ich mal so eine Rettungsdecke in der Nacht drüber gelegt. Wir haben da nebeneinander geschlafen, also zu dritt, und da haben wir die Rettungsdecke drüber gelegt, und nächsten Früh dann war natürlich alles nass, aber es war sehr kalt und trotzdem haben wir nicht gefroren eben, weil wir hatten leichtere Schlafsäcke mit dabei, und die Nacht, in der Nacht konnten wir uns eben so noch ein bisschen mehr Wärme gewinnen durch die Rettungsdecke, die wir dann darüber gelegt haben. Trotzdem würde ich ja natürlich das Kondensieren unserer Körperwärme, wir scheiden ja Schweiß aus, und der Schweiß würde dann hier in Form von Wassertropfen bleiben. So. Trotzdem wären wir vor der Kälte geschützt und könnten so auch eine kalte Nacht überstehen und müssten nicht erfrieren, also nicht sterben durch Hypothermie. Und es gibt noch weitere Verwendungsmöglichkeiten für so einen Notbivaksack. Denn wir können daraus einfach ein Shelter improvisieren in A-Form. Und hierfür suchen wir uns zwei stabile Möglichkeiten aus, wie Bäume zum Beispiel. Oder wir können auch einen Ast suchen und den in den Boden rammen. Und hier dazwischen wird dann der Biwaksack installiert. Und hierfür kommt nun eine Schnur einfach zu Hilfe, ein Stück Paracord. Und um den Biwaksack in ein A-Shelter zu verwandeln, führen wir einfach ein Stück Schnur hier durch. Und wie du siehst, hier haben wir auch direkt schon an den Ecken so einen Einschnitt. Wir können also direkt hier schon unser Paracord durchziehen. Und nun hier befestigen. Dabei natürlich darauf achten, dass auch hier wieder der Boden möglichst bereits vorbereitet ist und dass das Shelter natürlich auf dem Boden aufliegt, sodass es nicht reißt durch die Spannung. So. Das ist jetzt natürlich zu kurz, aber wir haben ja hier reichlich Paracord dabei. So. Spannen. Um hier natürlich eine Zeltform rauszubekommen,
würden wir jetzt das noch ein bisschen tiefer machen und dann hier auf jeder Seite einen Stein platzieren. Zusammenfassung: Die meisten tödlichen Unfälle im Gebirge sind auf Unterkühlung zurückzuführen. Dabei sind die Unfälle an sich nicht lebensbedrohlich. Oft wird sich einfach nur ein Bein gebrochen oder ein Fuß verstaucht. Dann muss die Nacht im Gebirge verbracht werden oder es wird sich verlaufen kurz vor Sonnenuntergang und anstatt ein Shelter zu bauen, wird eben weitergegangen und versucht noch den Weg zu finden oder zurückzukommen. Und sobald die Sonne eben Richtung Horizont wandert und wir merken, dass wir uns verlaufen haben, dann ist es besser, ein Shelter zu bauen, also die Zeit noch zu nutzen bis zum Sonnenuntergang, weil mit dem Sonnenuntergang kommt dann auch schlagartig die Kälte. Und wenn wir da unvorbereitet sind, sind wir dann direkt der Kälte ausgesetzt. Unterkühlen, die Körpertemperatur geht runter auf 35 Grad. Wir fangen an zu zittern, zu frieren, die fällt dann 35 Grad immer weiter runter. Irgendwann werden wir lethargisch dann bei 33, 32 Grad. Ab 31 Grad abwärts wird es dann richtig lebensgefährlich. Wir können ins Koma fallen und sterben, also durch Unterkühlung. Dem können wir ganz einfach entgegenwirken, indem wir so ein einfaches Teil dabei haben. Also entweder eine Rettungsdecke oder einen Rettungsbiwaksack oder beides. Wiegt absolut nichts, ist absolut klein, handlich, passt. Ja, in jede Gürteltasche, in jedes Pouch und kann Leben retten. So, und wie du siehst hier, der Biwaksack ist sogar noch besser, weil wir können daraus auch ein Shelter in A-Form improvisieren. Und das Material ist auch stabiler. Der kostet ein bisschen mehr, kostet so, also der hier hat um die 9 Euro gekostet. Es gibt auch welche, habe ich gesehen, für 30 Euro, braucht aber keiner, weil die dann auch schon wieder größer sind. Mir gefällt das nicht. Das sind dann so schon so wie leichte Schlafsäcke, also zu groß. Ich habe es am liebsten so wirklich richtig klein, dass man auch wirklich den gerne mitführt, dass der überall reinpasst und im Notfall kann man den eben wirklich rausholen und ja und vielseitig eben auch verwenden. Also am besten klein, handlich und zweckerfüllend. So, also. Und natürlich, wenn man noch etwas Paracord dabei hat, auch sehr praktisch, eben wie zum Beispiel hier, um das Shelter aufzubauen. Wenn man kein Paracord hat, ist das auch kein Problem. Wenn wir eben merken, dass die Sonne am Horizont verschwindet, oder besser gesagt, also noch, dass, wenn wir das schon merken am Nachmittag, dass wir uns verlaufen haben und schaffen das nicht mehr zurück, dann bereits anfangen zu planen für die Nacht und wo kann ich mein Shelter aufbauen, wo ist eine geschützte Stelle. Und vielleicht, wenn ich kein Paracord dabei habe, keine Schnur, kann ich mir die selber improvisieren. So entweder aus Wurzeln oder ich kann auch aus Fasern die gewinnen, wie aus, ja, aus Baum, aus Bast eben, mir selber eine Schnur knüpfen und die dann spannen. Okay, bis hierher. Schön, dass du wieder zugesehen hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.